Die Schülerinnen und Schüler des Musikgymnasiums Käthe Kollwitz Rostock haben die Veranstaltung des Schülerwettbewerbs Schülerstaunen im Rostocker Rathaus musikalisch eingeleitet. Denn am 20. Juni wurden zum 20. Mal die Preisträger verkündet. Gleichzeitig fand auch die Auftaktveranstaltung für den darauffolgenden Wettbewerb statt. Schirmherr ist in diesem Jahr wieder der Landeswirtschaftsminister Dr. Till Backhaus, der den Wettbewerb begeistert begleitet. Ich bin gespannt, was ich heute wieder zu sehen bekomme. Ich hoffe, dass hier gute neue Patente rauskommen. Und ich kann nur an alle Unternehmen appellieren. Die Fachkräftewerbung beginnt schon in der Grundschule. Fest mit zum Wettbewerb gehören auch die verschiedenen Ausschreibungspartner, die die Teilnehmenden unterstützen. Auch die Stadtwerke Rostock sind mit von der Partie, schon seit 12 Jahren. Unser Kollege sozusagen bewertet die Arbeiten, schaut, ob das gut zu unseren Zielen im Unternehmen und Ziele für unsere Stadt als regionale Energiedienstleister passt und unterstützt sozusagen das jugendliche Engagement hier vor Ort. Über eine Spanne von 2 Jahren haben Schülerinnen und Schüler der Schulen Rostocks und des Landkreises Rostock aus den Klassenstufen 1 bis 12 unterschiedlichste Projekte durchgeführt. Schwerpunkte lagen dabei auf Themen wie Naturschutz, Nachhaltigkeit, Energie und Ostseeküste. Insgesamt wurden 35 Vorhaben eingereicht. 19 davon waren im Foyer des Rathauses vertreten. Luise und Arian vom Gymnasium Reutershagen haben mit ihrem Projekt mehr als nur in die Röhre gucken den Hauptpreis im Themenbereich Natur gewonnen. Sie haben den australischen Kalkröhrenwurm untersucht, der vermehrt in der Warnow gefunden wird. Es ist eine gewisse Wertschätzung einfach von der Arbeit, sag ich jetzt mal so. Man sitzt da und man merkt, es lohnt sich einfach und man hat natürlich sehr viel Spaß dabei. Ines Liefke, die Leiterin des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg, leitete dann den folgenden 21. Schülerwettbewerb ein. Das STALU organisiert den Wettbewerb. Der Wettbewerb ist mal entstanden aus Eigeninitiative meiner Behörde. Das war eben der Amtsleiter, der damals tätig gewesen ist. Der hat sich diesen Wettbewerb überlegt. Und die Behörde hieß damals STAUN, Staatliches Amt für Umwelt und Natur. Und daher kommt Staunen, also Schüler staunen. Bis 2026 werden Schülerinnen und Schüler an neuen Projekten arbeiten und diese anschließend präsentieren. Eine tolle Möglichkeit, um ihr Interesse für aktuell präsente Themen zu stärken und alle Beteiligten zum Staunen zu bringen.